Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zur Hessenschau an diesem Mittwochabend. Behördengänge einfach online erledigen, per Mausklick oder App. Hört sich schön und einfach an, aber die Realität, die sieht noch anders aus. Und für die Frankfurter Bob-Pilotin Maureen Zimmer ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen, denn sie ist bei der Bob-WM in St. Moritz dabei. Wir starten aber erstmal mit der Meldung des Tages, denn wochenlang hatte Bundeskanzler Olaf Scholz gezögert mit einer Entscheidung darüber, ob Deutschland Panzer an die Ukraine liefern soll, und wurde dafür von vielen Seiten kritisiert. Gestern ist es schon durchgesickert, doch jetzt ist es offiziell. Olaf Scholz hat sich für die Lieferung entschieden und so hat er das heute gesagt. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen. Ja, jetzt also doch. Panzer aus Deutschland für die Ukraine und Teile dieses Typs Leopard 2 werden auch in Kassel hergestellt. Damit verdient die Rüstungsindustrie in Hessen an diesen Kampffahrzeugen. Während einige aufatmen, dass sie endlich geliefert werden, machen sich andere Sorgen darüber, dass auch unser Frieden in Gefahr sein könnte. Wir haben die unterschiedlichen Reaktionen zusammengefasst und schauen auch noch mal genauer auf den Kampfpanzer. Ein Panzer, der als einer der besten Kampfpanzer überhaupt gilt, der Leopard 2. Etwa 10 Meter lang, 60 Tonnen schwer, in voller Fahrt in der Lage zu schießen und das 5 Kilometer weit. Zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Erleichterung und Angst, so reagieren die Menschen auf den Beschluss, dass auch Deutschland nun dieses schwere Kriegsgerät an die Ukraine liefern will. Ich bin gespalten. Ich bin einfach gespalten. Einerseits denke ich, es ist in Ordnung, der Ukraine muss geholfen werden. Andererseits denke ich, wie weit ziehen wir, werden wir da reingezogen? Ja, hoffentlich nicht in unsere Richtung. Ne? Dann irgendwann. Die Befürchtung habe ich sehr stark, je mehr man sich da einmischt. Ich finde, es ist die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, es ist wichtig, irgendwie den Ukrainern und Ukrainern beizustehen. Die teilen unseren gemeinsamen Werte und ich glaube, die sind auf den Westen angewiesen. Das ist eine gute Botschaft. Kassel ist ein Hotspot der Rüstungsindustrie in der Bundesrepublik. Mitten in der Stadt sind wichtige Rüstungsbetriebe. Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann stellen große Teile des Leopard 2-Panzers her. Das sichert tausende Arbeitsplätze. Der gesamte Turm samt Kanonenrohr ist ein Produkt aus Nordhessen. Schweres Kriegsgerät, damit die Ukraine sich besser verteidigen kann, sagt der Bundeskanzler heute. Friedensforscher Werner Ruf hatte Scholz in einem offenen Brief im April aufgefordert, keine Waffen zu liefern. Er kritisiert den Beschluss heftig. Damit sei eine Eskalation des Konflikts mit Russland nicht mehr ausgeschlossen. Die Befürchtungen sind, dass man nicht bedenkt, dass Russland immer noch eine Atommacht ist und dass man immer näher heranrückt, nicht nur eine Kriegspartei zu unterstützen, sondern auch selber zur Kriegspartei zu werden. Denn bei den Leoparden geht es ja nicht nur um den Panzer als solchen, es geht um Ausbildungsprogramme, die dann hier stattfinden müssen. Das heißt, eine direkte Beteiligung der Bundeswehr an der unmittelbaren Kriegsvorbereitung. Und gerade Kassel habe eine Verantwortung, gegen den Krieg zu arbeiten. Denn hier hatte die Rüstungsindustrie schon bei den Nazis Tradition. Das sei auch der Anlass gewesen, warum die Stadt im Zweiten Weltkrieg mehrmals mit Bomben angegriffen und komplett zerstört wurde. Dass Kassel, eine Stadt, die dieses Kriegserlebnis hatte, wieder voll in Rüstung einsteigt, ist schon erschreckend und bedauerlich. Für den Wirtschaftsminister ist unser Land keine Kriegspartei geworden, nach wie vor. Die Ukraine brauche Hilfe, Kassel profitiere von Rüstung, ja, aber die Lage sei ernst. Es ist deshalb, so makaber das ist, auch da eine gute Nachricht, wenn man so will, für den Wirtschaftsstandort. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass auch mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass jetzt auch das, was da passiert, nämlich Waffenlieferung direkt in ein Kriegsgebiet, eine Ausnahme sein muss. Hessen und der Leopardpanzer. Für die einen wirtschaftlicher Segen, für die anderen eher ein Fluch. Und für manche beides.
Wofür gibt Hessen in diesem und im nächsten Jahr wie viel Geld aus? Darüber wurde heute im Landtag diskutiert und der Haushalt verabschiedet. Und Finanzminister Michael Boddenberg, der hat auch gesagt, wie viele neue Schulden das Land plant. Die müssen aufgenommen werden, weil alles teurer geworden ist. Ja, und das mit den Schulden, das hatte sich der Finanzminister eigentlich ganz anders vorgestellt. Boddenbergs Traum von der schwarzen Null, er ist erstmal ausgeträumt. Keine neuen Schulden in diesem Jahr hatte der Finanzminister versprochen. Doch dann musste er feststellen, dass 23 folgende die Situation schlechter wird, jedenfalls nach jüngsten Steuerprognosen. Miese Wirtschaftsaussichten und neue Hilfspakete zwangen den Hüter der Zahlen, seinen Doppelhaushalt neu zu berechnen. Die folgenden Posten sind dazugekommen. Da wären die hessischen Zuschüsse zur Wohngeldreform und zum 49-Euro-Ticket. Außerdem hat das Land noch ein eigenes Hilfspaket wegen des Ukraine-Kriegs geschnürt. Ein Riesenloch reißen wahrscheinlich auch fehlende Steuereinnahmen und. Heißt unterm Strich 1,8 Milliarden Euro mehr als geplant. Für Marius Weiß von der SPD ein gefundenes Fressen. Er hat mir eine Nachricht geschickt, ich soll es nicht so lange machen, er hätte Hunger. Die Zeit für eine heftige Abrechnung nahm er sich aber doch. Die Anträge der SPD hätten den Haushalt besser gemacht. Da die Regierungsfraktionen ihnen en bloc nicht zugestimmt haben, können wir natürlich auch diesem schwarz-grünen Haushalt nicht zustimmen. Die FDP stört, dass der Finanzminister jetzt doch mit 210 Millionen Euro Schulden rechnet und es mit der schwarzen Null nicht klappt. Frei nach dem Motto, was interessiert mich schon, mein Geschwätz von gestern, werden entgegen den vorherigen Ankündigungen Schulden aufgenommen. Auch die AfD findet, Boddenberg dürfe sich nicht den Retter der Schuldenbremse nennen. Also wenn jemand mit 100 Stundenkilometern innerorts in eine Geschwindigkeitskontrolle gerät, sich hiernach auf den Marktplatz stellt und nicht müde wird zu behaupten, er sei der größte Fan der Straßenverkehrsordnung. Im Gegensatz zu den Vorrednern findet die Linke, die Landesregierung könnte etwas weniger geizig sein. Diese schwarz-grüne Maus rechnet sich arm wie eine Kirchenmaus. Statt die angesammelten Vorräte zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu verteilen, an diese weiterzugeben. Und das ist keine sympathische Maus, das ist eine knausrige Maus. Und eine solche Maus braucht man nicht. Allerdings, und das will ich zu denken geben, ist eine Maus ein Lebewesen, das materielle Vorsorge für schlechte Zeiten betreibt. Und obendrein auch ein Sinnbild für Hartnäckigkeit gilt, denn als Nagetier weiß sie sich durchzubeißen. Für Boddenberg heißt es jetzt ohnehin erstmal durchreißen statt durchbeißen. Der Haushalt wurde mit den Stimmen von Schwarz-Grün verabschiedet und der Finanzminister kann weiter von seiner schwarzen Null träumen. Im Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gab es heute ein weiteres Geständnis. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Martin. Ja, heute räumte der mitangeklagte Unternehmer ein, mit dem ehemaligen Oberstaatsanwalt, einem engen Freund seit Schulzeiten, gemeinsam eine Firma gegründet zu haben, die Sachverständige für die Justiz vermittelte. 2009 habe ihn Alexander B. gebeten, ihn an den Gewinnen aus den Unternehmen zu beteiligen. Das sei ein Fehler gewesen. Auch dass er zu Unrecht Corona-Hilfen beantragt habe, räumte der Mitangeklagte ein. Seit gestern durchsuchen rund 130 Ermittler der Staatsanwaltschaft Köln die Frankfurter Büros der französischen Bank BNP Paribas. Die Razzia stehe in Verbindung mit illegalen Cum-Ex-Aktiendeals und verwandten Steuerhinterziehungsmethoden, heißt es. Das Verfahren richtet sich gegen 58 aktuelle und auch ehemalige Mitarbeiter der Bank und ihrer Tochtergesellschaften. Zum Schutz von Insekten sollen in Hessen demnächst sogenannte Schottervorgärten verboten werden. Das steht in einem neuen Gesetzentwurf zum Naturschutz, den Umweltministerin Priska Hinz heute vorgelegt hat. Außerdem sollen große Glasflächen an Häusern verboten werden, denn dort sterben jedes Jahr Millionen von Vögeln, so das Umweltministerium. Die Stadt Rüsselsheim setzt seit einigen Jahren auf klimafreundliche Energie. Im Rahmen des Projekts Clever Electric City Rüsselsheim sind nun zwei Batteriespeicher am Campus Rüsselsheim in Betrieb genommen worden. Ziel ist es nämlich, eine zukunftsfähige Ladeinfrastruktur für E-Autos aufzubauen. An ihnen können Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Hochschule Rhein-Main die Vor- und Nachteile der verschiedenen Batterietechnologien untersuchen.
Außerdem wollen die Forschenden die effizienteste Betriebsweise des Lithium-Ionen-Speichers und des Redox-Flow-Speichers für die Nutzung grünen Stroms entwickeln. Ja, was für eine schöne Vorstellung, wenn wir zum Beispiel unseren Reisepass online verlängern könnten und dafür nicht mehr aufs Amt rennen müssten, eine Nummer ziehen, warten und alles bearbeiten lassen. Heute an unserem Thementag schauen wir mal genauer auf die Digitalisierung in der Verwaltung. Und da geht schon einiges online. Und wir haben mal ein paar Menschen in Hessen gefragt, welche Erfahrungen sie schon damit gemacht haben und was sie sich wünschen würden. Dieses Hinrennen, Parkplatz suchen, ist natürlich eine wunderbare Sache, wenn man es online machen kann. Ich habe nachgeguckt, wann man den Ausweis verlängern lassen kann. Das geht leider noch nicht, ist noch nicht freigeschaltet, aber ich habe mich halt erkundigt und ich fände das gut, wenn das gehen würde, ja. Online-Zulassung. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich alle Services nutzt, die es da gibt. Und ich finde das total gut, es funktioniert. Ja, soweit ein paar Stimmen. Und dass wir alles online erledigen können, das verspricht zumindest das sogenannte Online-Zugangsgesetz, kurz OZG. Es soll Zeit, Papier und den Gang zur Behörde einsparen. Ob die Hundesteuer, ein Bauantrag oder eine Kfz-Anmeldung. 575 Leistungspakete sollten schon jetzt digital laufen, tun sie aber nicht. Hessenweit funktionieren erst 175, also nicht mal die Hälfte. Vor allem in Darmstadt, Wiesbaden oder dem Werra-Meißner-Kreis gibt es Nachholbedarf. Doch in Eltville im Rheingau, da sieht es etwas anders aus. Da läuft es ganz gut, denn dort haben sie auch extra eine Digitalberaterin, die sich darum kümmert, dass alte Aktenordner bald ausgedient haben. Man kann diesen Raum förmlich riechen. Das Aktenarchiv im Ordnungsamt von Eltville. Hier dreht Jasmin Herborn das ganz große digitale Rad, denn Papier will sie hier weitgehend aussortieren. Ja, also es fühlt sich deutlich langsamer, es fühlt sich auch an vielen Stellen tatsächlich auch gar nicht mehr. Es sind also an vielen Stellen Altakten, die wir momentan eben noch haben, weil wir auf die Vorgänge noch zugreifen müssen. Das meiste liegt dann tatsächlich in der weiteren Bearbeitung nur noch digital vor. Und das seit einem Jahr. Ob die Genehmigung einer Straußwirtschaft oder ein Bauantrag, die Eltviller können das online beantragen. Und hier wird es auch hinter den Kulissen digital bearbeitet. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt noch die Unterlagen für dich. Dankeschön. Guck's noch mal, weil wir haben das ja jetzt auch noch mal online mit drin, ja, dass das nicht doppelt läuft. Wie in Eltville sei das nicht überall, kritisiert die FDP. Oft sei die digitale Verwaltung nur was fürs Schaufenster, heißt. Es ist dann so, dass er zwar digital was beantragen kann, vielleicht auch noch digital hinschicken kann per E-Mail, aber dass dann das Formular ausgedruckt wird, dann manuell bearbeitet wird und zum Schluss wieder zurückdigitalisiert wird, nur damit der Anschein erweckt wird, das ist eine digitale Verwaltungsleistung. Das geht natürlich nicht. Das weiß auch Digitalministerin Christina Sinemus. Die digitale Verwaltung sei eine Herkulesaufgabe, zu der es vor allem Überzeugungsarbeit braucht. Ich glaube, da gibt es große Unterschiede. Es gibt Verwaltungen, die haben eine gewisse, ich formuliere es mal so, Skepsis vor dem Thema. Die können sich das gar nicht vorstellen, papierlos unterwegs zu sein. Das Land unterstützt daher Kommunen mit Fördergeldern, vernetzt sie untereinander und berät sie. Außerdem stellt es ihnen eine einheitliche Software zur Verfügung. Wenn Kommunen mitziehen, rechne sich das auch für das Personal in den Behörden. Dass tatsächlich mit der Verwaltungsdigitalisierung auch die Zeit, die für qualitative Arbeiten, da ist nämlich für die Beratung der Bürgerinnen und Bürger, mehr wird. Und insofern wird auch das Zukunftsbild des Verwaltungsbeamten ein anderes sein als jetzt. Zurück bei Jasmin Herborn und ihrem Team in Eltville. Dort schätzen sie die Möglichkeiten, die eine digitale Verwaltung mit sich bringt. Wenn wir zum Beispiel einen Wechsel von Mitarbeitern haben, liegt immer die vollständige Akte eben digital vor. Also es muss jemand, der neu kommt, der kann einfach nach einer Vorgangsnummer suchen oder nach einem Namen, findet dann eben auch den Vorgang und kann den weiter bearbeiten. Er muss also nicht an irgendeinen Schrank gehen und irgendwelche Akten wälzen, bis er vielleicht das findet, was er sucht. Mehr Zeit, Homeoffice, zufriedenere Bürger. Das ist Werbung genug, das Online-Zugangsgesetz möglichst schnell und komplett umzusetzen. Und mir ist jetzt Professorin Maureen Heine zugeschaltet. Sie ist Expertin für Digitalisierung vom Institut für Multimediale Systeme an der Universität zu Lübeck. Schönen guten Abend, Frau Heine. Guten Abend. Wir haben gerade ein Beispiel gesehen, wo es ja eigentlich auch ganz gut läuft. Aber so die Regel ist es ja noch nicht. Warum hakt das denn alles so mit dem Gesetz?
Ja, das ist eine Mammutaufgabe, der man sich da gestellt hat. Man wollte ja wirklich alle Leistungen online anbieten können. Und da muss man erstmal überlegen, wie teilt man sich diese Mammutaufgabe auf, wer macht was. Und dann muss man es gut aufteilen, auch wenn es fertig ist. Also wenn dann die Online-Leistung fertig ist, in alle Kommunen das zu bringen, ist eine Riesenherausforderung. Und das für alle individuellen Anforderungen auch anzupassen. Gibt es denn eigentlich auch genügend Mitarbeiter für diese Aufgaben? Ja, das ist auch ein Riesenproblem. Wir haben also viel zu wenig Fachkräfte in den Verwaltungen. Verwaltungen sind ja typischerweise juristisch geprägt. Wir brauchen da noch mehr Fachkräfte, die auch Informatikfachkräfte letztlich, oder wir müssen eben auf externe Expertise zurückgreifen. Und damit das Problem, dass dann natürlich auch andere Branchen warten und dringend nach Fachkräften suchen. Wenn wir jetzt mal in andere Länder schauen, was ist denn da schon alles online möglich? Haben Sie da ein paar Beispiele? Ja, das Paradebeispiel ist eigentlich mal Estland. Das ist so, zeigt so die Vision auf. Da kann man wirklich alles digital machen. Man kann drei Dinge nicht machen. Man kann nicht heiraten, man kann sich nicht scheiden lassen und man kann keine Immobilien kaufen und verkaufen online. Alles andere geht online. Gibt es denn auch noch andere Länder, an denen wir uns auch ein Beispiel nehmen könnten? Ja, im EU-Vergleich, wenn wir auf der Ebene gucken, da sind wir eben nicht unter den Besten, da sind wir im schlechteren Mittelfeld und man kann dann natürlich nach oben gucken. Das sind generell die skandinavischen Länder, die sehr gut aufgestellt sind, aber auch Österreich zum Beispiel, wo man sich viel abgucken kann, da passiert auch viel Austausch. Also es mangelt nicht an Vorbildern. Auf der einen Seite ist es ja so, für Bürgerinnen und Bürger natürlich bequemer, alles online zu machen. Das geht wahrscheinlich auch alles schneller, ist klar. Aber warum wäre es denn auch noch wichtig, dass wir da auch hinkommen, dass wir mehr online machen können? Spielen da auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle? Ja, aus verschiedener Perspektive. Das Wichtige ist erstmal, dass wir mit dem Online-Zugangsgesetz ja nur den Zugang schaffen. Also wir haben den digitalen Zugang. Was dann am Ende in den Verwaltungen bei den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern passiert, ist, dass sie Online-Anträge zum Großteil übertragen müssen in Fachanwendungen, wo sie dann weiterarbeiten. In dem Moment macht die Digitalisierung natürlich mehr Arbeit und man kann die Vorteile gar nicht ausschöpfen. Das ist verwaltungsintern ein Riesenproblem, weil wir da ja auch in den nächsten Jahren mit einem weiteren Mangel an Personal zu kämpfen haben. Wir müssen also mehr automatisieren. Und auf der anderen Seite betrifft es aber auch die Unternehmen, die ja viel mehr Kontakte als Bürgerinnen und Bürger zu den Verwaltungen haben. Die sind da also wirklich, sie leiden viel mehr unter den Bürokratiebelastungen. Und deswegen müssen wir da auch viel mehr automatisieren, um dort auch wiederum Fachkräfte für andere Aufgaben einsetzen zu können. Jetzt soll es ja auch bald ein neues Online-Zugangsgesetz geben. Könnte das denn besser funktionieren? Also wie schätzen Sie das? Wann könnten wir denn damit rechnen, dass denn auch wirklich alles irgendwie online funktioniert? Ja, ich gehe davon aus, dass es diesmal keine Frist geben wird, sondern dass man sagt, das ist eine Daueraufgabe und das ist sachlich auch richtig. Man ist nie fertig mit der Digitalisierung, so wie man auch nie eine perfekte Organisation gestalten kann. Letztlich geht es ja um Organisationsmodernisierung und die Digitalisierung ist ein wichtiges Werkzeug dafür. Und da kann man keine Frist dran setzen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren sicherlich sehr viel ansprechendere Verwaltungskontakte online haben werden als heute. Sagt Professorin Maureen Heine, Expertin für Digitalisierung vom Institut für Multimediale Systeme an der Universität zu Lübeck. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Und dieses Gespräch habe ich kurz vor Sendungsbeginn geführt. Schiedsrichter Manuel Gräfe bekommt vom DFB eine Entschädigung wegen Altersdiskriminierung. Nochmal Nachrichten mit Martin. Der Deutsche Fußballbund muss dem 49 Jahre alten Gräfe fast 49.000 Euro zahlen. Das hat das Landgericht Frankfurt entschieden. Gräfe hatte gegen die vom DFB festgelegte Altersbegrenzung geklagt. Nach der dürfen Schiedsrichter in der ersten und zweiten Bundesliga bisher höchstens 47 Jahre alt sein. Auch Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brüch hat bereits angekündigt, über die Altersgrenze von 47 Jahren hinaus Bundesliga-Schiedsrichter bleiben zu wollen. Im kommenden Sommer können Reisende mit einem Hochgeschwindigkeitszug von Frankfurt direkt an den Atlantik fahren. Die Bahn bietet zusammen mit der französischen SNCF von Juli bis Ende August jeweils Samstag einen Zug an, der die Strecke nach Bordeaux in weniger als 8 Stunden schaffen soll. Und apropos schnell unterwegs, das war auch ein 15-Jähriger am Steuer, der in der Nacht in der Nähe von Eschwege einer Polizeistreife die Vorfahrt nahm und zunächst flüchtete. Nach einem Kilometer hielt er aber freiwillig an. Im Auto befanden sich 4 weitere Jungen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Der Wagen gehört einem Familienmitglied eines der Mädchen.
Welterbe und das schon seit 10 Jahren. So lange gehört der Bergpark Wilhelmshöhe zum universellen Welterbe der Menschheit. Das Jubiläum wird in diesem Jahr gebührend gefeiert. Ursprünglich hatte der Landgraf von Hessen-Kassel 1696 weitaus größere Pläne. Der Bergpark sollte 3-mal größer werden. Letztlich scheiterte es am fehlenden Geld. Aber die Anlage hat es ja auch so zum Welterbe geschafft. Im Jubiläumsjahr gibt es viele Veranstaltungen. So wird etwa ab Mai im Schloss Wilhelmshöhe die Ausstellung Bergpark Reloaded zu sehen sein. Und das war es von den Kurznachrichten. Weiter geht's mit Hylia. Dankeschön, Martin. Ja, übermorgen ist es 78 Jahre her, dass Gefangene und damit Opfer der Nationalsozialisten aus dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit wurden. Ein besonderer und auch wichtiger Gedenktag. Und aus dem Grund haben sich die Bad Arolsen Archives was ganz Besonderes ausgedacht. Bis Freitag sollen die Namen von 30.000 ehemaligen Gefangenen online erfasst werden. Also vom Papier sollen sie ins Internet kommen. Und hinter jedem Namen steckt ein eigenes Schicksal. Petre Stober. Ein Mensch, ein Individuum mit einer Geschichte. Ein 24-jähriger junger Mann aus Belarus. Er flüchtet aus der deutschen Kriegsgefangenschaft, landet im KZ Stutthof. Die Schicksale und Lebensgeschichten von knapp 18 Millionen Opfern des Nationalsozialismus sind hier in Bad Arolsen gesammelt. In Kartons, Karteikästen und Ordnern. Im Friedrichsgymnasium in Kassel helfen Schüler der Oberstufe dabei, die Häftlingskarten abzutippen. Schon gestern waren 150 Schüler beteiligt. Das Ziel, 30.000 Namen aus dem KZ Stutthof ins Archiv zu übertragen. Doch was nach Fleißarbeit aussieht, bewegt die Schüler und Schülerinnen. Der war auch echt noch nicht so alt. Nur bei 11, 30 Wörter. Ja, 33. Krass, ne? Ja. Müssen wir vorstellen, wie früh die dann... Ja, einfach Kinder. Wenn man es ja selber eintippt und so, finde ich, arbeitet man selber an der Geschichte und man kann mithelfen, dass diese Geschichte verbreitet wird. Dass man halt einfach merkt, das sind einfach Menschen wie wir. Also die haben alle eine Adresse, die haben alle einfach Geburtsnamen, irgendwie eine Herkunft. Also ich finde das natürlich auch echt spannend. Also vor allen Dingen, man hat ja nicht nur eine Karte. Das bedeutet, man wird mit vielseitigen Geschichten konfrontiert im Prinzip. Und einem wird auch diese ganze Zahl von diesen Opfern viel deutlicher. Für die Nachwelt und vor allem für die Hinterbliebenen sollen diese Menschen wieder sichtbar werden in einer öffentlichen digitalen Datenbank. Je mehr Dokumente wirklich digital vorliegen, desto einfacher ist das. Das heißt, jeder auf der ganzen Welt kann Zugriff auf das Dokument, auf das Archiv haben, kann nach bestimmten Namen suchen, kann sich die Dokumente selbst anschauen. Das ermöglicht einen ganz anderen Zugang. Pro Jahr gibt es 500.000 Zugriffe auf die Online-Datenbank. Bei einer schriftlichen Anfrage wie bisher waren es gerade einmal 20.000. Doch die zu digitalisierende Datenmenge ist enorm. Über 30 Millionen Dokumente liegen in Arolsen. Ohne Unterstützung von Freiwilligen ist das nicht realisierbar. Die wiederum lernen auch die Hintergründe der Opfer kennen, wie die Geschichte eines jungen Mannes, der ins KZ kam, weil er ein Flugblatt gelesen hatte. Für Anke Münster ist das auch Arbeit an der Demokratie. Wenn es so weit gekommen ist, dann kann man eigentlich schon nichts mehr tun, sondern man muss natürlich sich engagieren, bevor sich solche Unrechtsregime etabliert haben. Und ich glaube, das lernt man durch die Dokumente. Deshalb freue ich mich sehr, wenn Schüler und aber auch andere Menschen damit arbeiten. Und die Freiwilligen lernen nicht nur was, sie sind auch schnell. Bereits heute Vormittag haben sie das Ziel, 30.000 Namen zu digitalisieren, erreicht. In meinem Kurs gibt es ganz viel Interesse, dass sie auch gesagt haben, wir würden uns auch gerne ehrenamtlich, also würden uns auch weiter auch außerhalb des Unterrichts dafür engagieren, das gerne machen. Und wir werden auf jeden Fall, auch wenn wir das Thema haben, uns sicherlich nochmal die Zeit nehmen, weiter zu recherchieren, weiter Daten einzugeben. Und dadurch kann was Großes wachsen. Bei der hier vorliegenden Datenmenge, es geht um die vielen Millionen Opfer des Nationalsozialismus, wird das Engagement der Freiwilligen noch lange unerlässlich bleiben. Für Sie, Maureen Zimmer aus Frankfurt, ist ein ganz großer Traum in Erfüllung gegangen. Denn die Bob-Pilotin wird am Wochenende bei der Bob-Weltmeisterschaft in St. Moritz an den Start gehen. Für die 26-Jährige ist das jetzt schon ein Mega-Erfolg und bei der WM will sie natürlich auch abliefern. Wir haben sie bei ihrem Training getroffen und dabei hat sie auch verraten, dass Bobfahren auch mal auf den Magen schlagen kann. Ihr erstes Mal im Bob war so, wie es den meisten von uns gehen würde.
Ja, mir war kotzübel, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich gar nicht. Mittlerweile hat sie richtig Bock auf Bob. Ich glaube, da wächst man einfach so ein Stück weit auch einfach von Jahr zu Jahr rein. Die ehemalige Sprinterin trainiert in Frankfurt die Grundlagen, Schnellkraft und Schubkraft. Aber Frankfurt und Bob fahren? Ja, natürlich fragen da immer die Leute, das ist ja ganz klar. Wie machst du das? Fahrt ihr hier Bob? Fahrt ihr im Sommer Bob? Wie weit müsst ihr fahren? Wo ist denn die nächste Bahn überhaupt, um fahren zu können? Das können sich die meisten Leute einfach gar nicht vorstellen. Bob trainiert sie meistens im Erzgebirge, die ganze Schinderei. Hat sich bereits gelohnt. Vor ein paar Tagen gewann sie gleich 2 Titel bei den Juniorenweltmeisterschaften. Einen ganz allein im Monobob. Und den anderen gemeinsam mit Laurin Siebert. Zweifache Nachwuchsweltmeisterin, das war die Eintrittskarte für die Weltmeisterschaften der Elite kommendes Wochenende in St. Moritz. Wir haben uns so gefreut. Ja, es war wunderschön. Erst konnte man es gar nicht richtig glauben und so langsam kommt es so nach und nach, dass man jetzt wirklich sagen kann, man fährt zur WM nach St. Moritz. Sportlich gesehen hat sie noch einige Wünsche. Der größte Traum natürlich Olympia 2026 in Italien. Ja, definitiv. Das ist das große Ziel. Darauf ist alles ausgerichtet, ob es jetzt im athletischen Bereich ist oder auch im fahrerischen Bereich. Da gilt es, ja, auf dem bestmöglichen, in der bestmöglichen Verfassung zu sein, 2026. Du bleibst mir zu lange in der Position. Also in die Position kommst du gut bis dahin und dann möchte ich, dass du ein bisschen höher kommst. Maurens große Stärke, ihr Ehrgeiz. Ihr Trainer achtet darauf, dass sie nicht übertreibt, dass Maureen in der Spur bleibt. Die Verantwortung ist vielleicht ein Tick größer als Trainer, weil man sie immer bremsen muss, dass man sozusagen nicht überzieht. Und die ist ein sehr schwierig zu trainierende Athletin von ihren körperlichen Voraussetzungen. Sie hat ein sehr empfindliches Nervensystem. Wenn sie ihre Nerven im Griff hat, wird Maureen Zimmer ganz sicher ihre Spuren im Eiskanal hinterlassen. Vielleicht ja schon am Wochenende in St. Moritz. Ja, wir drücken natürlich die Daumen und das war's von uns. Nach der Tagesschau meldet sich Claudia Schick mit Max, das Marktmagazin. Und wenn Sie noch ein bisschen dranbleiben, gibt's auch noch mal Nachrichten. Genau, um 10:15, 22:15 die späte Hessenschau. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.